Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Timesplitters Future Perfect. Im letzten Part haben wir Schottland wieder zum Leben erweckt mit Lang lebe Schottland. Und in diesem Part gehen wir in die wilden 60er. Das wird schön, das ist eine coole Mission, vor allem mit Harry Tipper. Er ist großartig, ich liebe ihn. Aber ihr werdet ihn kennenlernen und glaubt mir, ihr werdet ihn auch lieben, vor allem die Ladies. Das ist ein richtiger Mann. Insofern fangen wir an. Wow! Verdammt! Wow, Mann! Bist du etwa echt? Finger weg! Hey, nur die Ruhe, Junge! Wer bist du? Ich bin Tipper, Mann! Harry Tipper! Psst! Hey, sei bloß vorsichtig, Mann! Wer ist das? Dieser Fettsack da ist Carlos. Der Fettne? Der Kerl im grünen Anzug? Was? Nein, Mann. Der Kerl im weißen Anzug ist Carlos. Er hat mein Mädchen entführt, weil ich seine Weltherrschaftspläne durchkreuzt habe. Alles klar. Und wer ist der andere? Der? Weiß ich auch nicht, Mann. Der ist hier vor ein paar Monaten aufgetaucht. Einfach so aus dem Nichts. Ein abgefahrener Guru, Bruderschaft der Ultratechnik oder irgend sowas Verrücktes. Ach, und was will der hier? Es heißt, dass Carlos ihm eine Armee besorgt. Und was kriegt er dafür? Das ewige Leben. Das ewige Leben? Ja, abgefahren, oder? Hey, wo gehst du hin, Mann? An die Arbeit. Aua, das ist total daneben, Mann. Wenn meine Informationen stimmen, hat Carlos den Franzosen eine Atomrakete geklaut, mit der er den Dritten Weltkrieg anzetteln will. Wir müssen rechtzeitig dort sein, um die Welt zu retten. Wir müssen die Wachen loswerden, Spaceman. Wieso zeigst du mir nicht, was du kannst? Erledige die Kerle, ohne entdeckt zu werden. Okay, danke für deine perfekte Lippensynchro. Das macht mich sehr glücklich. Und Leute, ich muss mich jetzt auch mal für den leicht übersteuerten Sound in den Videos immer entschuldigen, aber... Das liegt an dem blöden PS2 zu HDMI-Konverter. Kostet 20 Euro, das Scheißteil braucht dann nebenbei, dass man es... Also, Moment. Nochmal. Das Scheißteil kostet 20 Euro. Und es braucht noch eine externe Stromquelle, um zu funktionieren. Und dann ist der Sound noch übersteuert. Richtiges Kackteil. Das Einzige, was es macht, ist, entdeckt zu werden. Shit. Bewegen. Ich reg mich nur über den HDMI-Konverter auf. Lass mich in Ruhe. Ich sollte vielleicht mal, einen neuen Controller verwenden und nicht meinen PlayStation 1 Controller. Ich habe das Gefühl, der ist nicht so präzise, wie er im Idealfall sein könnte. Ja, aber falls ihr darüber nachdenkt, euch so einen PS2 zu HDMI-Konverter zu kaufen, wenn ihr bei Amazon schaut, dann nehmt nicht den für 20 Euro. Der taugt nichts. Das Schlimme ist, der andere kostet dann 27. Die Teile sind scheiß teuer. Ich habe das Gefühl, der Preis ist nicht so ganz berechtigt. Aber gut, das soll mal mein Problem sein. Genug davon. Du hättest gerne eine Frauenuniform? Ja, ich glaube nämlich, die sind viel bequemer. Außerdem schwitzt man in euren Uniformen im Sommer nicht so. Oh Mann, du bist ja krank. Warum erzählst du mir das? Ich denke, du wirst es verstehen. Diese Synchronsprecher. Du bist nicht wie die Du anderen. Bist ja krank. Ja, ist gut. Du willst Frauenkleider tragen. Ich hab schon verstanden. Oh shit. Das war nicht gut. Ich will eine richtige Waffe, bitte. Und ja, ab jetzt werde ich im Level dann richtig sneak unterwegs sein. Das werdet ihr gleich sehen. Gibt's hier sonst noch irgendwas Lustiges? Na, die Bruderschaft der Ultratechnik. Und... Ja, ich möchte der Bruderschaft nicht beitreten. Vielen Dank! Hier unten gab's jetzt übrigens so eine schusssichere Weste für mich, also... War schon wert, dass man da runterläuft. Irgendwie. Hoffe ich. Ja, das wird schon. So, wo wollen wir denn hin, Harry? Mr. Tipper? Ich mag deine Schlaghosen. Die haben richtig Stil. Ich wünschte, das würde wieder modern werden. Das wäre cool. Nein, nicht wirklich. Seh dir das an. Das habe ich aus der Spezialabteilung im Hauptquartier. Laserbrille. Nicht so gut wie eine Röntgenbrille, aber trotzdem ziemlich cool. Kann ich die Laserbrille bitte haben? Die Laserbrille. Hier, zu mir. Danke. Arsch. Okay, Mann. Wir haben eine größere Chance, wenn wir uns trennen. Ich nehme mir die Rohre vor. Wir treffen uns unter dem Wasserturm.
Okay, und jetzt macht er das, was ich niemals machen würde. Er kriecht tatsächlich in die Rohre hier rein. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, da hätte ich, glaube ich, Platzangst. Ich würde da nicht reinkriechen. Da, widerlich. Okay, und jetzt sneaky unterwegs sein. Ganz, ganz sneaky. Okay, das war wunderbar sneaky. Was gibt's hier hinten eigentlich? Nein, ich darf die Fässer nicht in die Luft jagen. Reiß dich zusammen! So. Da ist doch auch noch jemand. Den kann ich auch noch sneaky ausschalten. Sneaky! Yeah! Alter, wie ein Ninja bin ich hier unterwegs. Ist da links jemand? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Yeah, ne MG! Und jetzt kommt ein Auto, pass auf. Pass auf, jetzt kommt das Auto. Das wird ganz unschön. Aha, da kommt es. Kommt es? Oh, Fahrer steigen aus, Idioten. Dankeschön. Hat da jemand geschossen? Hast du deinen eigenen Freunde umgebracht? Aber ihr seht schon, die MG ist so ein bisschen OP in dem Spiel. Damit bekommt man alles, ohne Probleme klein. Wo kamen die jetzt überhaupt her? Hm. Ich glaube, ich will aber mit dem Auto fahren. Ja, wir fahren mit dem Auto, meine Freunde. Gut gemacht, Cortez, du fährst echt gut. Da ist jemand. Weg, Tutorial-Teil. Shit. Shit. Ich habe ein Auto, ich kann mich doch jetzt nicht einfach totschießen lassen. Stirb. Jetzt. Nee. Nee, ich sehe schon, ich und das Auto, wir werden keine Freunde. Und ihr da hinten? Wir auch nicht. Oh Gott, ich spiele scheiße. Ich gebe zu, ich spiele scheiße. Aber das ist okay, das ist das dritte Level, da kann man ruhig scheiße spielen. Mhm. So, was gab es hier drin? Ach genau, ich muss den Generator ausmachen. Ich hab dich gesehen! Hör auf, Granaten zu werfen. Das ist ganz dumm, vor allem wenn man in einem Haus drin ist, dann wirft man keine Granaten. Das geht schief, sonst macht man... Dann passiert das und dann macht's. Boom! Dann ist der schöne Tisch auf dem Rücken, auf der Tischplatte. Wie auch immer. Und, yay, das Tor ist offen. Schlagen Sie sich zum Wasserturm durch und treffen Sie sich dort mit Harry. Oh Gott, ich erinnere mich noch an eine gewisse Stelle, die ich jetzt dann gleich machen muss, wenn ich bei Harry bin. Ah, da werde ich garantiert verlieren. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Das war aber ganz, ganz unschön. Oh, hi! Meine Schöne. Ich würde dich gerne heiraten, aber du bist jetzt tot. Naja, vielleicht mache ich ein bisschen mit deiner Leiche rum, wenn ich hier fertig bin. Ich meine, wer will mich verurteilen? Ich kann durch die Zeit reisen. Ja. Denk mal darüber nach, Gerichte von heute. Ah, da ist jemand da oben. Böse! Trottel. Du bist nicht MOP. Du kannst ja nichts machen. Genau, hier will ich rein. Wunderschöne Aussicht. Mmm, dieser Bahnhof. Okay, ich dachte, hier wird irgendwas gesprochen. Ich habe mich irgendwie getäuscht. Okay, dann auf zur blöden Stelle. Hey, Spaceman! Hey! Rücke zum Wasserturm vor. Alles klar. Erledigt! Oh, wie geht's denn? Das ist übrigens wieder der betrunkene Typ. Bald regieren wir die Welt. Ja, und ich krieg ein Auto. Ein Sportwagen. In knallrot. Und den werde ich lieben wie eine Frau. Weiber stehen auf Sportwagen. Ich denke groß. Hör auf. Ich möchte nicht wissen, was bei dir groß ist. Okay. Da sind wir bei der Scheiße. Den muss ich jetzt vor diesen Leuten beschützen, die hier rumlaufen und scheiße sind. Ja, ranzoomen. Ah, so funktioniert das doch schon. So halbwegs. Und ihr seht seine Leben. Das geht total schief, weil ich nicht zielen kann. Triff doch! Fuck! Controller-Shooter! Machen mich unglücklich. Hör auf, Granaten zu werfen, Frau. Alter, wo ist Rabin? Scharfschützengewehr getroffen. Könntest du aufhören, so rumzustehen, als ob nichts passiert wäre? Und da ist noch einer. Oh shit, den habe ich nicht gesehen. Sie. Hallo. Ja, das war ein guter Schuss. So, und jetzt das Ganze nochmal hier drüben. Okay, ich glaube, auf normal ist das durchaus schaffbar, aber auf schwer ist das echt unschön, könnt ihr mir glauben. Das ist unschön. Ja, yeah, unterm Sprengfass. Gute Position für dich, Harry. Wirklich gute Position. Okay. Da sind sie wieder. Boom! Warum ist das Teil in die Luft gegangen? Jagt ihr hier selber die Sprengfässer in die Luft, neben denen ihr steht? Das ist übrigens nicht so clever, wie ihr vielleicht denkt. Das ist nämlich gar nicht clever. Shit. Auf Harry zu schießen! Nicht Harry! Nicht Harry! Oh, shit. Dich sehe ich. Und ich habe ihn ausgeschaltet.
Oh yeah. Oh shit. Gefällt mir nicht. Stirb. Ja, ich hab's geschafft. Yay, auf dem ersten Versuch. Und ich war auch wirklich gut. Glaube ich. Nicht wirklich. Ah, ich habe Harry Tipper beschützt. Yay, und jetzt werde ich dieses Scharfschützengewehr nie wieder verwenden. Und ich kann hier nicht runter. Genau, ich muss über die Dächer. Jetzt nochmal durch ein enges Haus kämpfen. So richtig schön eng. Ihr versteht schon. Hi! Ich bin Sergeant Cortez, wie geht's euch? Kann ich da nicht eine Granate runterwerfen? Warte, ich habe jemanden erwischt. shit. Ich wollte gerade sagen, das war dumm, aber clever war es jetzt auch nicht. Ja, alles cool. Wenn ich mich bewege, könnt ihr mich nicht treffen. Funktioniert leider wirklich. Wenn man sich bewegt, dann sind sie schon ziemlich zu blöd, eine zu treffen. Komm her, du Weste. So, stirb. Stirb! Oh Gott. Alles cool. Alles cool. Kein Problem hier in Sicht. Oh Gott. Stirb! Ich will nicht verlieren. Ich bin noch so gut in dem Spiel. Ich darf nicht verlieren. Ich muss mir echt einen anderen Controller anschließen. Ich glaube, es liegt echt an dem PS1-Controller. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich nochmal ein gutes Stück weniger präzise als der normale PS2-Controller. Könnte nur Einbildung sein, aber nee, gefällt mir nicht. Finde ich nicht gut. Aber hi, Tipper! Okay, Mann, das ist unsere Verkleidung. Ich habe nur eine gefunden, die mir passt. Aber was soll's, das sind die 60er, Baby, da geht alles. Das ist ein männliches Outfit. Das ist nicht meine Farbe. Mann, was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Das ist ein und kalt ist es auch männliches noch. Outfit. Hey, hast du ein paar Socken übrig? Mir frieren die Zehen ab. Ja, damit er hat ein Frauenoutfit. Diese Halunken sicher nicht. Mit Schnurrbart. Cool. Wir sind drin. Verhalte dich ganz normal, sonst fliegen wir auf. Das klappt ganz sicher. Letzte Nacht haben Goran und ich es getan. Hä? Wirklich? Wie war es? Es war faszinierend. Zimmer mehr. Ich dachte immer, Sekten wären was für Verlierer. Ich dachte, sie erzählt von was anderem und dann von lahmen Sekten. Niemand interessiert sich für Sekten. Die haben ja keine Ahnung, Space. Okay. Und da runter. Ne, muss ich nicht runter. Brauche ich die Magnetkarte des Ingenieurs. Da muss ich hier hoch. Und natürlich sneaky, sneaky, sneaky Waffe. Denn so kann mich niemand finden, weil ich viel zu sneaky bin. Schalten Sie den Strom wieder ein, um in Sektor 3 vorzustoßen. Pop. Das muss der Hauptgenerator sein. Trottel. Bringen Sie ihn zum Laufen. Yay. Da haben wir schon die Magnetkarte des Ingenieurs. Motor aktivieren, bevor Sie diesen Generator einschalten können. Okay, diesen komischen Generator muss ich anmachen. Wo waren der jetzt nochmal? Ne, von hier komme ich. Moment. Ich glaube, da muss ich später nochmal hier hin zurück, oder? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Hey, Schätzchen. Dich habe ich ja noch nie in Sektor 1 gesehen. Ja, ich bin eben erst aus Sektor 4 hierher versetzt worden. Mann, du musst ja ziemlichen Mist gebaut haben, dass sie dich zu uns runterschicken. Das freut mich. Hoffentlich lerne ich dich besser kennen, wenn wir erstmal die Welt regieren. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, okay? Wir lassen das einfach so stehen und kommentieren es nicht weiter. Nee. Das soll nicht kommentiert werden. Ach, da ist der Generator. Das muss der Antriebsmotor sein, aber laut Anzeige haben wir keinen Wasserdruck. Nee. Sie müssen wohl erst den Druck wiederherstellen. Von A nach B laufen. Wie schön. Da, Turbinen. Deshalb ich glaube, hier kann ich jetzt auch schon heimlich ein paar Leute ausschalten. Hey, Eric! Diese Turbinen versorgen den ganzen Sektor mit Strom, Eric? Aber sie laufen nicht. Boom! Und keiner hat's gesehen. Denn ich bin richtig sneaky, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Ich bin in der Splinter Cell in. Cool. Stirb! Fuck! Ja. Er konnte ja nichts machen, er ist nur so ein Hilfsarbeiter. Oh Gott! Er konnte was machen. Oh Gott, da ist noch einer. Das finde ich nicht schön. Ist hier noch einer? Ja, ich gebe zu, das habe ich verkackt. Egal. Hat keiner gesehen, alles ist okay. Alles ist okay. So, Wasserdruck. Kein Wasser. Deshalb laufen die Turbinen nicht. Du bist so schlau, Enya. Du bist so schlau. Warum gehst du nicht einfach auf Mission? Wasser. Das ist auch entspannend, einfach mal so ein bisschen Wasser lassen. Vorarbeiter
Und ich glaube, ab jetzt haben sie mich sowieso schon alle entdeckt. Sie wissen, dass ich jetzt der Verräter bin. Ich bin die Made im Speck, versteht ihr? Nee, falsch eingesetztes Sprichwort. Egal. Ich bin die Made im Speck. Ganz klar. Das ist wirklich herzallerliebst, wie ihr vor euch hinblinkt. Finde ich schön. Was ist denn das? Ah, das ist die Wasserdruckanzeige. Interessant. Nettes kleines Detail. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Glaube ich. Ja, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass es mir sonst irgendwann mal aufgefallen sein sollte. Jetzt wissen sie, dass ich ein Verräter bin. Das ist ein bisschen unschön, weil das gleich unschön wird. Pass auf. Denn draußen ist alles voll mit Arschlöchern. Okay, jetzt müssen sie nee, sie wissen es noch nicht. Okay, dann erst nach dem Hauptgenerator. Tut mir leid, dass ich so viel gespoilert habe. Und du, geh mir aus dem Weg, Tipper. In deinem unfassbar erotischen Outfit. Ich würde dich gerne auch mal näher kennenlernen. Das ist ein richtiger Mann. Kann ich euch sagen. Der weiß, was ein Mann braucht und will. Der weiß es. Okay, jetzt ist es soweit. Okay, wir haben wieder Strom. Weiter jetzt stellt sich nur die Frage, inwiefern ich hier kämpfen will. Ich weiß, inwiefern ich kämpfen will. Gar nicht! Aus dem Weg! Geh auf! Los, da rein! Niemand sieht mich! Niemand sieht mich! Sag ich! Niemand! Alter, das ist eine richtige Waffe jetzt. Shit, der sieht mich. Das war nicht Teil der Abmachung, Mann. Das war nicht der Plan. Ich hab gesagt, niemand sieht mich. Fuck. Fuck. Bringt euch doch bitte selber am Auto um. Ich bin kein No-Scoper. Warum habe ich jetzt überhaupt das Scharfschützengewehr genommen? Das war total dumm. Und wo ist mein letzter Kontrollpunkt? Hier drin vielleicht? Oh. Angenehm. Okay, Leute. Jetzt wird erstmal ein bisschen mit dem Auto gefahren. Hier drin. Wo sollte man sonst mit dem Auto herumfahren? Außer in einer Lagerhalle. Achtung, Harry Tipper ist in der Basis. Er hat sich als Frau verkleidet. Begegnen Sie allen Frauen mit größter Vorsicht, bis Sie Ihre Identität verifiziert haben. Verdammter Harry. In seinem Frauenoutfit. Gott, ich liebe ihn. Ah, shit. Falsche Seite vom Auto ausgestiegen. Falsche Seite. Ach, leck mich doch. Jetzt noch eine. Dich habe ich gesehen da hinten. Ich muss nachladen. Dich habe ich gesehen. Danke. Oh Gott. Hört auf, auf mich zu schießen. Stirb. Gott, mein Aim ist echt mies. Muss ich schon ganz klar sagen. War hier nicht irgendwo ein Äffchen? Ganz kleines Äffchen. Irgendwo. Oh nein, Geisel. Da. Hi. Ich hasse Geisel. Hallo, du Affe. Die jammern ständig rum, dass man sie befreien soll. Ist echt nervig. Manchmal hasse ich es, zu den Guten zu gehören. Okay, hör zu, Spaceman. Du hältst den Zug an. Ich befreie die Geiseln und komm danach. Alles klar. Trottel. Hey, du. Die hässliche Frau mit dem Bart. Lass mich hier raus. Mein Alter ist ein Milliardär und tut alles, was ich will. Wenn du mich nicht sofort rauslässt, warte, ich hasse sie. Fertig. Beweg deinen Arsch. Ich brauche ein Bad, eine Maniküre und ich will shoppen. Ich mag sie wirklich nicht. Du brauchst was ganz anderes. Oh. Sie braucht einen Penis. Shit, und durch die Schranke komme ich so nicht durch. Wo ist mein Auto? Auto. Auto. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin Sergeant Cortez, der Chef von Harry Tipper, einem legendären Geheimagenten. Glaube ich. Keine Ahnung. Kann sich die Geschichte zu jedem Charakter durchlesen, aber... Noch eine Drucktür. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Werde ich jetzt nicht machen. Ist mir dafür doch zu egal. Achtung, Zugpersonal. Auf ihre Positionen. Okay. Wo wollen wir rein? Wir brauchen Sprengstoff. Sprengstoff. Moment mal, waren ja nicht ganz viele Leute, die mich umbringen wollen? Ja, das ist ein Sprengsatz. Damit kriegen Sie die Tür sicher gut. Auf. Nehme ich den Sprengsatz mit. Ablink zur Drucktür. Moment, ich muss euch da kurz was zeigen, was ich ganz nett finde. Boom! Kurbeln. Da kommt ein neuer raus. Ich dachte, man... Kurbeln. Man muss gar nicht kurbeln.
Meine Erinnerung trügt mich schon wieder. Aber gut, Granate, du kommst mit und dann machen wir schön viele Dinge kaputt, okay? Ach, wir sind ein gutes Team. Ich liebe meinen Granati. Granati, muss ich jetzt einer wichtigen Aufgabe stellen. Bist du bereit? Nein! Tut mir leid. Ich kann keine Rücksicht nehmen. Nicht mal für meinen besten Freund Granati. Keine Spur von Tipper. Dann müssen wohl sie verhindern, dass seine Rakete startet. Hi. Ich bin MOP männlich. Wie geht's euch? Okay, lass mich mal nachladen. Lass mich eine Granate werfen. Guter Wurf. Nichts gebracht. Nochmal. Guter Wurf. Hat auch nichts gebracht. So, und dich habe ich doch gesehen da hinten. Hüpf hier nicht hinter den Kisten hin und her. Ich sehe dich doch. Oh Gott, dich nicht. Naja, jetzt schon, aber jetzt war es zu spät. Ich frage mich, was beim Level jetzt eigentlich noch... Oh Gott. Hi. Elite-Handlanger. Elite-Handlanger, stirb. Du sowieso. Das war ein guter Treffer. Seht ihr, langsam werde ich ja besser in dem Spiel. Ach genau, jetzt ist dann gleich zu Ende. Ich werde jetzt nämlich noch ein bisschen verwundert, was jetzt noch alles kommt. Los! Fertig! Los! Und los! Los! Ach du meine Güte! Wow! Da drüben! Auf ihn! Oh nein! Zwei Wachen! Die werden mich bestimmt aufhalten. Sie haben es nicht geschafft. Wie sollen wir ihn jetzt finden? Junge, Junge, so eine Herausforderung. Also, echt krass. Ach ja, das war es dann auch wieder soweit mit diesem Part. Jetzt kommt noch das Schlussvideo und dann war es das soweit wieder. Handlanger Cortez und Swinging Tipper sind frei. Yeah, Swinging Tipper, der ist cool. Genau, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder mit der coolen Eisenbahnmission. Bis dann und ciao. Verdammt! Danke. Kein Problem, Mann. Auf geht's.